Wenn es um Schuldzuweisungen geht, dann sind Narzissten ganz vorn dabei. Für diese arroganten und selbstverliebten Wichtigtuer hat immer nur einer Schuld. Und das bist du. Kein Wunder, passt es doch hervorragend zu deren beliebter Opferrolle, wenn sie gerade keine Heldenstory parat haben. Denn nur das können sie, Helden oder Opfer sein, wie wir im vorherigen Video gesehen haben. Für sie gibt es eben nur schwarz oder weiß, nichts dazwischen. Und da Narzissten immer großartig und unfehlbar sind und dazu niemals bereit sind, für irgendetwas Verantwortung zu übernehmen, können immer nur andere in einer Beziehung, eben du, Schuld an allem haben. Das gilt auch für jede Trennung, sowohl für die, die du noch vor dir oder glücklicherweise auch schon hinter dir hast. Und ich mache jede Wette, das Misslingen der Beziehung war, genau, deine Schuld. Aber schreibt mir gerne dazu eure Erfahrungen in die Kommentare. Was gerade aber Narzissten nicht verstehen können, wenn sie mit ihrem Finger auf dich zeigen, dann zeigen vier Finger auf sie. Sie sind so voller Schuld und Scham beladen, dass sie jegliche weitere ablehnen. Egal, um was es geht. Nun mag man sagen, so sind sie eben, okay. Aber das eigentlich Perfide daran ist, dass sie mit dem Einreden von Schuldgefühlen nicht nur deine Umwelt, sondern ganz besonders dich als Beziehungspartner manipulieren wollen und werden. Sie betreiben bekanntermaßen Schuldumkehr und so kommt es, dass du dich plötzlich als Schuldige siehst, wenn dein Narzisst mal wieder fremd geht. Denn hättest du dich mehr um ihn gekümmert, ihn mehr beachtet, dann hätte er es auch nicht getan, sagt er jedenfalls. Und im schlimmsten Fall gehst du auf diese idiotische Argumentationsweise ein und glaubst am Ende selbst daran, dass deren Betrug in der Beziehung deine Schuld war. In Zukunft musst du eben deinem Herrn noch gefälliger sein. Für einen Narzisst bringt dieses perfide Psychospielchen gleich mehrere Vorteile. Zum einen wirst du ihn künftig noch mehr hofieren und versuchen, ihm alles recht zu machen, was er möchte. Zum anderen sinkt dein Selbstwert immer weiter. Und zum dritten wirst du mit immer neuen Schuldgefühlen ihm gegenüber immer leichter steuerbar. Das wird er bemerken und sich daran erfreuen. Erfreuen in der Hinsicht, dass er damit seinen Fake-Selbstwert wiederum aufbauen kann. Auch Vorfälle, die weit in der Vergangenheit liegen, kramt der Narzisst gerne hervor, um dich in Schach zu halten, solltest du es irgendwann einmal wagen, aufzumucken und ihn zu kritisieren. Er wird dann sagen, weißt du noch damals, da hast du dich doch auch entschuldigt und nun bist du wieder so. Soll heißen, entschuldige dich wieder. Dabei interessiert es ihn nicht, dass du damals die Schuld wie so oft für eine Sache auf dich genommen hast, nur um ihn zufriedenzustellen, nur um Ruhe zu haben. Du siehst, du schadest dir nur selbst, wenn du das tust und nicht zu dir stehst. Ein Narzisst nutzt jede deiner Schwächen aus. Es ist ihm egal, wie die Situation wirklich war oder ist, für ihn zählt nur seine Sicht der Dinge. Und das bedeutet, du hast zu akzeptieren, was er will. Ohne Kompromisse, Punkt. Er darf und wird als großartige Persönlichkeit, und das glaubt er ja von sich, niemals einen Fehler machen und wird
diesen darum auch niemals eingestehen. Es sei denn, und das ist die große Ausnahme, wie ich es in meinen Coachings auch schon einige Mal erfahren habe, es sei denn, er verliert eine für ihn wichtige Zufuhr. Zum Beispiel ein Dach überm Kopf. Sollte er in deiner Wohnung mit dir leben, dann wäre es für ihn eine wichtige Supply, ein wichtiger Service, den er droht zu verlieren, wenn du ihn rausschmeißt. Zwar wird er es auch dann versuchen und dir die Schuld für alles geben, sollte er aber merken, dass du hartnäckig bleibst, dann macht Herr und Frau Narzisst auch mal gerne einen Rückzieher. Es kommt dann ein Strauß Blumen von der Tanke oder ein Abendessen. Aber bilde dir bitte nichts darauf ein, es hat nichts mit Einsicht oder Liebe zu tun. Der Narzisst sieht dann nur ein für ihn wesentliches Bedürfnis schwinden. Im Englischen eines der vier S: Sex, Supply, Support, Safety. Falls das gefährdet ist, dann mag er alles versprechen, sogar eine Therapie. Dass Narzissten sich nicht in andere Menschen hineinversetzen können, mag ein weiterer Grund dafür sein, dass sie niemals Schuld an irgendetwas haben können. Denn dann könnte man ja trotz seines Glaubens an die eigene Narzisstenherrlichkeit ja über seinen Schatten springen. Man würde sich sagen, ich schade und verletze meinen Partner auf Dauer damit, ständig Schuldumkehr zu betreiben und ihm permanent Schuld einzureden und Scham bei diesem zu erzeugen. Aber auch das können und wollen sie nicht. Es wäre ihnen nicht dienlich. Dein am Boden liegender Selbstwert aber schon. Eventuell wirst du verharmlosend als bockig beschrieben. Auch eine Narzisstenvokabel, die ich in Coachings immer wieder höre. Da ein Narzisst aus Eigenschutz seiner fragilen Persönlichkeit keine Selbstreflexion betreibt oder höchstens selten in so genannten Fenstern, wo mal ein Satz der Wahrheit kommt, daher interessiert ihn nicht, dass du ja immer nur deshalb nachgibst und die Schuld auf dich nimmst, weil du Frieden möchtest. Das ist ihm egal. Er bekommt seinen Willen in der Situation fertig. Egal wie, egal warum. Das Dumme ist nur, wenn du das mit dir einmal machen lässt, es wird kein Ende nehmen. Der Narzisst honoriert liebenswertes Verhalten nicht. Er sieht es als Schwäche. Und auf dieser deiner Schwäche wird er aufbauen. Immer und immer wieder. Denn er weiß nun ja, wie du künftig reagieren wirst. Du wirst dich entschuldigen, klein beigeben. Das betrifft übrigens nicht nur einzelne Sachverhalte, wenn es um irgendein grundlegendes Thema geht, sondern auch die normale Konversation mit einem Narzissten. Ein Gespräch mit so einem Menschen ist wie ein ständiges Laufen auf Eierschalen. Bloß nichts Falsches sagen, er könnte ja sonst explodieren. Minenfelder überall. Oder die Beziehung mit einem Narzissten ist wie Leben in einer Ruine. Überall bröckelt's und du stehst mittendrin. Die ganze Ruine, die Beziehung bricht sowieso zusammen. Und wenn du nicht deinen letzten Rest an Selbstwert in so einer Beziehung verlieren willst, dann musst du zwangsläufig gegenhalten. Aber das ist anstrengend. Du bist permanent gefordert, permanent am Feuer. Und je mehr du gegenhältst, umso heftiger wird er dagegenhalten. Und da musst du auch noch aufpassen, du kannst ihn besser einschätzen als jeder andere, wie er reagiert. Nur verbal, manche flippen auch aus und werden handgreiflich. Wie gesagt, der Narzisst wird dein liebevolles Verhalten
und das Ringen um Harmonie durch deine ewige Schuldanerkenntnis nicht zu schätzen wissen und liebevoller zu dir sein. Das kannst du vergessen. Im Gegenteil. Er wird es ständig weiter ausnutzen, ausreizen und dich am Ende dafür auch noch langweilig finden, weil du immer Ja und Amen sagst. Du bietest keine Spannung in der Beziehung, kein Pep. Du bist ein Ja-Sager, ein People-Pleaser und das ist auch ein Zwiespalt in seinem Verhalten, seiner Persönlichkeit. Auf der einen Seite duldet er nicht den zartesten Hauch von Kritik an seiner Person oder seinem Verhalten. Auf der anderen Seite lebt er von deinen Emotionen und oder Gefühlsausbrüchen. Und mal nebenbei, Narzissten sind im Prinzip Feiglinge. Wenn du sie mit Inhalten konfrontierst, weichen sie aus. Auch hier ist wieder der Grund, dass sie keine Verantwortung übernehmen können, gerade auch in Bezug auf das, was sie selbst sagen. Deren Monologe erinnern mich oft an Politiker. Viel Geschwätz, aber nichts gesagt. Am Ende, wenn sie endlich fertig sind mit ihren Ausführungen, fragst du dich, und wo ist da die Message? Wenn du also Kontra gibst, mein Tipp, konzentriere dich nur auf die Fakten, nicht auf deren wortreichen Dünnpfiff. Das Ergebnis wird jedoch immer sein, egal was du machst. Es gibt auf Dauer keine gesunde Beziehung mit einem Narzisst, einer Narzisstin. Du wirst um eine Trennung nicht herumkommen. Viel Kraft.